Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, in den letzten Folgen haben wir hier die zweite Seite geöffnet. Terminal 2 würde ich das jetzt mal nennen, so vorsichtig. Terminal 2 und 1 und hin und her und oder 1,5 oder 1, 3 Viertel. Und ihr seht schon, wir machen richtig gut Geld. Ich habe gedacht, in dem Fall werden wir jetzt schauen, dass wir das Gebiet freikaufen, damit wir einfach mehr bauen können. Vor allem müssen die großen Flugfelder mal hier, weil wir können ja hier unter Flugfeld, Start- und Landebahn, die große schon bauen. Die hier, die ist halt riesig. Bedeutet, von der braucht man 2, 3 gefühlt. Also du siehst sie fast schon nicht auf dem Spielfeld. Wenn du die Länge anschaust, ich glaube nicht, dass die hier hinpasst, wenn ich die hier unten Ende lasse. Nicht mal ansatzweise. Die ist riesig. Und von der bräuchten wir 2. Die soll dann auf jeden Fall aber auch nur für große Flugzeuge sein. Ich will 2 von den mittleren auf jeden Fall bauen. Überlegung ist entweder hier drüben oder hier. Kommt drauf an, wo wir die Terminals alle hinbauen. Ich habe überlegt, ob wir den Flughafen nicht so weit umbauen, dass das Main Terminal hier in der Mitte ist. Wir hier runtergehen und dann sozusagen hier das erweitern bis hier oben. Und dann sozusagen die Flugzeuge hier drin ankommen können. Also dass wir fast dasselbe nochmal hochkopieren, in der Art Weise. Ist natürlich eine schwierige Überlegung. Ich tue jetzt erstmal hier die ersten Gebiete freischalten, weil es ist Platz. Schön. Und was kommt mit Platz? Genau, Gitterstäbe. Ich will, dass kein Tier in die Anlage hier reinfährt oder läuft. Deswegen muss das Gebiet direkt abgesteckt werden. Bevor wir überhaupt was machen. Außerdem habe ich bemerkt, wir haben von allem zu wenig. Zu viel, wenig Ramp-Agents, zu wenig Haustechniker, zu wenig Hausmeister. Wir müssen einstellen. Und zwar im großen Stil. Deswegen Personal. Wir können ja auch viel noch weiterbilden. Die wir besitzen. Wir haben viele Bewerber. Administratoren brauche ich jetzt aber aktuell mal nicht. Wir setzen den Filter mal hier hin. Administratoren, Hausmeister. Einstellen, einstellen. Fluggastbetreuer brauche ich auch. Ramp Agents brauche ich. Fluggastbetreuer brauche ich. Ramp Agents sind ganz wichtig. Sicherheitsbeamte kommen auch wieder ins Spiel. Haustechniker sehe ich hier unten gerade. Die nehme ich mir auch alle gleich mal mit. Also wenn ihr euch anschaut, wie viele Mitarbeiter wir mittlerweile haben. Ramp Agents immer noch zu wenig. Wie viel brauche ich denn insgesamt? Angenommen, eingestellt 41. Jobs verfügbar 3. Wings, wenn er abfliegen sollte, technischen Defekt entdeckt. Eieiei. So, der neue Mitarbeiter ist jetzt auch da. Es ist schwer, leider nicht gutes Personal zu finden. Das ist alles ein bisschen schwieriger. Schauen wir mal, vielleicht nehme ich mal ein bisschen schlechtere Ramp Agents fürs Erste. Ich kann sie aufbessern. Wie schaut es denn aus? Bei den anderen schaut es gerade so aus, als ob wir 0 haben, die wir benötigen. 2 sind hier noch offen. Bedeutet, ich muss meine Erwartungen wohl gerade mal ein bisschen verringern. Noch einen Ramp Agent einstellen. Und die 2 auch noch. Wir brauchen genügend Ramp Agents. Das ist das Problem. Dann gehen wir rüber zu unseren aktuellen Mitarbeitern, schließen auf die Ramp Agents, auf die mit der niedrigen Bewertung und tun die weiterbilden. Wir können uns das gerade leisten und die müssen was können. Und solange die gut sind, ist alles gut. Wir tun mal alle, die wir sehr schlecht haben, upgraden. Wie gesagt, ich muss jetzt überlegen, wie ich das ganze Ding weiter aufziehe. Weil ich kann jetzt nicht im großen Stil anfangen zu bauen, wenn wir, ja, technisch dafür nicht mal ausgelegt sind.
weil ich will jetzt, also auf der einen Seite würde ich gerne umbauen, auf der anderen Seite will ich diese Terminals nicht mehr umbauen. Wenn ich hier alles verschieben anfange, muss ich das nach hier drüben verlegen. Ich kann natürlich auch sagen, ich ziehe hier rüber einen Terminal, mache den hier großen Stil auf und mache dann hier drüben weiter. Problem, ich brauche die zwei groß, die große Landebahn. Und ich kann jetzt gerade schlecht testen, ne? Das ist problematisch. Das ist gerade leider nicht so schön. Weißt du was, wir bauen jetzt erstmal weiter am Flughafen, damit das Geld noch mehr strömen kann. Straße. Ganz ehrlich, was soll der Geiz? Wir ziehen das im großen Stil jetzt auf. Wir bauen hier auch aus. Soll ja gescheit aussehen. Ich habe jetzt natürlich aktuell leider nicht das Geld, die geplanten Sachen. Ja, das ist alles halt sehr, sehr teuer, was ich vorhabe. Wie schaut es mit dem Personal aus? Schaut aktuell alles schön aus? Schaut alles sehr, sehr schön aktuell aus. Muss man lassen. Und die, durch die hohe Durchsatzrate der Fahrzeuge sind wir natürlich auch gut dran. Die Frage ist, wo sind denn unsere Bauarbeiter? Was haben die gerade für ein Problem? Haben die keinen Plan, wie sie da hinkommen sollen oder was? Was wir machen können, ist Türen einbauen. In diese unteren Bereiche fürs Erste. Da müssen wir auch noch vieles ändern. Aber fürs Erste, wenn wir da mal Türen einsetzen. So eine Terminal-Bautür. Ist das gleich gar nicht schlimm. Dann hätte ich gerne noch draußen einen Pathway sozusagen für die Mitarbeiter, die sich draußen bewegen. Hier ein kleiner Pathway. Ich weiß nicht, ob das das Problem zum Beispiel ist, aber jetzt hat... Da laufen jetzt ein paar. Ich vermute mal, dass die zu den Türen... Aber die laufen doch auch quer drüber. Warum kommen sie nicht nach da? Zeig mal... Ah, oh, schon wieder was kaputt gegangen. Heatmaps... Ne, wie habe ich denn die blöden Dinge angezeigt? Zonen. Sicherheitszone. Ne, er läuft ja trotzdem hier drüber. Also es ist ja alles trotzdem eine Sicherheitszone. Ach, jetzt gehen sie arbeiten. Hä? Was hat sich jetzt verändert? Dass sie offen ist oder was? Hm? Muss ich es checken? Ich glaube nicht, oder? Haben die auf Geld gewartet oder... Na, es passt hier wahrscheinlich nur ein Flugzeug drüber. Also auf jeden Fall von den sehr, sehr breiten wird das eine enge Geschichte. Wie gesagt, ich baue jetzt hier nicht da oben noch zu, weil solange wir noch nicht hier wirklich aktiv... Ah, ich check schon. Die wollen hier raus eigentlich. Können aber nicht. Dann kriegen sie von mir jetzt einen Durchlass. Die waren gerade... Alter, wie viel finden wir noch an kaputten? Was? Gefährlich? Gepäckbandsystem? Ich habe irgendwas mit Gepäckbandsystem gelesen. Warte mal. Diese Affen Guss, additional defekte hast. Gefährliches Gepäck wurde mutmaßlich auf Flugtheor verladen. Und ein Sicherheitsbeamter der Regierung wird vermutlich bald folgen.
Wir scheinen irgendwo eine Gepäckbank eine Sicherheitslücke zu haben, die wir umgehend aufspüren müssen. Was? Alter, unser Gepäck ist gut. Unsere Security liegt bei Stufe 3 bei 80%. Sicherheitspersonalfähigkeiten, ja, okay. Die sind nicht perfekt, aber was willst du von denen? Die Durchsatzrate ist super. Das Ding macht es ja eh automatisch, das braucht ja nicht mal Mitarbeiter. Gut, da verteilt sich dann und dann holen sie das schön nach einer Zeit ab. Da können sich jetzt einige sogar das abholen schon. Eieiei. Warum ist denn auf dem einen so viele? Aber scheint zu funktionieren. Ein Ding ist noch übrig irgendwie. Wem gehört der weiße Koffer hier? Irgendeine Person muss der ja gehören. Das zieht jetzt seine Kreise für die Ewigkeit. So, wir haben mittlerweile schon wieder 200.000 gemacht. Das ist echt eine extrem gute Durchsatzrate, ohne Frage. Die neue Erweiterung wird schon gebaut, aber ich glaube, die sind gerade, dadurch, dass ich ihn aufgemacht habe, da dran den Zaun zu bauen. Aber wenn wir in den Stil vorankommen und noch die Flugzeuge hier dementsprechend die Start- und Landebahnen vorbereiten können, sind wir echt gut dabei. Und das wäre ja eigentlich so das Ziel. Dass wir einen guten Durchsatz haben. Hä? Was passiert denn heute? Gibt es eine neue Sicherheitsstufe bei den Paketen oder ist irgendwie mein System heute sehr dumm? Habe ich auf alle 5 untersuchen lassen immer? 1, 2, 3, 4, 5, genau. So gehört sich's doch. So, schau mal. Sicherheitsmeldung. Da müssen wir das informieren, dass Flugzeug aufgrund eines von Sicherheitsverstößen mit einer Strafe von 5.000 Euro belegt wurde. Eine Airline an ihrem Flughafen hat uns einen Koffer gemeldet, der verbotene Gegenstände enthielt und trotzdem verladen wurde. Erst nach dem Start bemerkt und hat eine Notlandung zufolge. Wir empfehlen Ihnen den korrekten Aufbau eines Gepäckbandes zur Überprüfung. Um in Zukunft derartige Zwischenfälle zu vermeiden, denn bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir Ihre derzeitige Flughafenwertung einige Punkte reduzieren müssen. Nein, stopp! Der Aufbau ist doch richtig. Oder habe ich hier was Falsches? Warte mal. Am Ende muss es so oder so jedoch. Oh, das wäre jetzt richtig kacke. Jetzt habe ich so viel rumgetüftelt und ich müsste umbauen. Das wäre eine Katastrophe. Kann ich hier unten nicht ein System machen? Also ein System, was für beide zuständig ist. Es kommt beides drauf. Ob ausgehend oder eingehend, wird durchsucht und fährt raus. Müsste das nicht gehen? Sind da oben noch aktive Sachen? Ach du heilige Scheiße, die sind ja noch aktiv. Und wo sind die verbunden? Ach da. Und sind die über verbunden? Ich muss euch leider enttäuschen, Dinge werden abgerissen. Allgemein müssen wir überlegen, wie wir hier mit dem Terminal umgehen in Zukunft. Da muss man leider überlegen, wie man in Zukunft umgeht. Ah, jetzt es wird kurz gespeichert. Schau mal, wie unser Flughafen aktuell ausgelastet ist. Ja, ich würde sagen, relativ gut. Alter, ich sehe weder oben noch unten, wie viele Flüge hier reingehen. Scheiße. Aber wir haben noch nicht mal ausgelastet. 250 insgesamt. Wir haben gut die Hälfte.
Heutiger Betriebsbericht, was sagt der? Betriebsbericht, abgefertigt Flugzeuge 110, Kleinflugzeuge, blablabla. Flugzeug aufgetankt 105, gereinigt 37, Kabinen, Flugzeuge, alles haben wir nichts. Aktuelle GA-Bewertung, aktuelle Airline-Bewertung. Passagiere. Korrekt, falsch. Alter, wir tun fast genauso viel falsch vernichten wie korrekt vernichten. Angestellte und Ausrüstung. Angestellte erledigte Aufgaben. Angestellte erledigte Aufgaben. Produktiv 60%. Sicherheitsbewertung 26. Okay, bla bla bla. Der heutige Wirtschaftsbericht. Heutige Bilanz ohne Baukosten 300.000. Respekt, ich glaube, wir machen hier richtigen. Der Kreuzberg Südflughafen macht Umsatz. Und zwar richtig guten Umsatz, wie es ausschaut. Da, mit dem Geld könnten wir allein fast über die Hälfte von der Seite schon aktivieren. Das ist Wahnsinn. Wie schaut es denn hier aus? Der Laden läuft, wie scheint. Heute 80 von den gewünschten 130. Hier scheinen sie guten Umsatz zu machen. Alter, schon das Doppelte. Wie gesagt, wir müssen jetzt dann entscheiden, wie wir fortfahren. Wir machen natürlich großen Profit. Das ist ohne Frage. Was ich jetzt gerne machen würde, wir haben hier drüben ja diese schöne Vorlage. Wenn wir das hier nehmen, ein bisschen überarbeiten, kann man hier draußen eine richtig geile Sitzfläche machen. Ich würde gerne kopieren. Warte mal, wir tun erstmal drüben ausmessen. So, warte mal. Von hier nach hier sind es 62 Meter. Bedeutet, wir haben eine Doppelmitte, richtig? Die Hälfte wäre 31. Und genau bei diesem Strich hier. Hier entlang. Wir machen das jetzt mal schnell auffällig. Was? Ach, ich kann so gucken. 35, 27. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge fertig. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.